Kiru weiterleben. Er ist der Leitsatz einer Ausstellung an der Universität Duisburg-Essen. Die Bilder geschossen von Menschen vor Ort. Nicht Profis drückten hier auf den Auslöser, auch Amateure leihen ihre Augen. So ist ein sehr umfassendes Bild entstanden. Es zeigt ein unberührtes Land, Fukushima, faszinierend schön vor dem 11. März 2011. Zu sehen aber auch die Katastrophe, die Trümmer und das Leid der Menschen. Unsere Medien berichten, wenn es um die Katastrophe vor 3 Jahren geht, immer von Fukushima. Das ist natürlich ein gravierendes Thema in Japan auch. Aber genauso gravierend ist die unmittelbare Auswirkung der Tsunami-Katastrophe, die einen ganz bestimmten Landstrich extrem berührt hat. Besonders die Nordküste hat der Tsunami hart getroffen. Viele konnten nicht fliehen. Das Unheil brach über sie herein. Selbst Schutzmauern und Wälle waren zwecklos. Fast 20.000 Menschen rissen die Wassermassen in den Tod. Doch die Ausstellung zeigt auch Bilder von Lebensmut und Freude. Menschen, die weiterleben und nach vorne schauen. Ja, der Blick durch die Ausstellung zeigt, einige Bilder sind ganz typisch für die Situation. Ich habe eine Erinnerung an das Gesicht eines Fischers. Der qualmt gerade seine Zigarette und ist irgendwie in einer unglaublich positiven Situation dargestellt, mit sich zufrieden und total optimistisch angesichts der Möglichkeiten, die sich bieten und der Ausgeglichenheit, der Zufriedenheit, der Erfüllung in seinem Beruf. Die eine Seite. Und die andere Seite, schockierende Gesichter anlässlich der Katastrophe. Die schwere Zeit hat die Bevölkerung der Ostküste geprägt. Viele Menschen ziehen weg in sicherere Gegenden. Dass die Kinder, die in den zerstörten Gebieten aufwachsen, es schwer haben, zeigt der Kurzfilm Abita. Auch er ist Teil der Ausstellung. Der Film Abita, der handelt von Kindern in Fukushima und der Auswirkung auf ihr Leben, was das für ein Kind bedeutet, nicht mehr raus zu können, nicht mehr im Freien spielen zu können, wie gewohnt, eingeschränkt zu sein auf das Zuhause. Abita, das heißt übrigens so viel wie berührt, infiziert werden oder auch betroffen sein. Ikiru, eine Ausstellung, die in 116 Bildern klarmacht, wie schrecklich und wunderbar das Leben sein kann.